Hallo meine Lieben, ich bin Irena und heute ist eine Legung, auf jeden Fall das ist eine allgemeine Legung, die das nicht verstehen. Für eine private Legung gibt es unter dem Video im Infobox auch, könnt ihr bei meiner Assistentin melden, um eine private Legung zu buchen. So, morgen ist Verlosung wieder oder Auflösung von dem Verlosung und dann schauen wir, wie ihr aktiv seid. Habt ihr Lust nochmal zu spielen? Dann werden wir weiterspielen. So, was wollte ich sagen? Heute Thema ist auf jeden Fall Seelenpartner. Mir wurde vor kurzem geschrieben von einer Abonnentin, sie möchte gerne, dass ich mache Seelenpartner ohne Kontakt. Genau, hier ist Chance für jemanden. Und ich denke, ein Ass, das heißt eine Legung, keine zwei, keine drei. Wir werden schauen, eine Legung, was ist bei ihm los, was ist bei dir los, dass du das ist bei dir. Und das ist bei ihm. Und dann werde ich dazu Karten legen. Hier braucht ihr nichts wählen. So, wir werden schauen, was du denkst über ihn, was er denkt über dich. Kennt ihr euch schon vielleicht? Wieso seid ihr nicht im Kontakt? Das alles werden wir schauen. So, zuerst schauen wir deine Seite. Du bist in einer Transformation momentan oder schon durch sogar. Du bist schon durch eine Transformation. Du schaust schon in die Zukunft. Deine Träume, deine Wünsche, deine Mission bist du schon auf dem Wege, auf dem geplanten Wege, den du dir schon geplant hast, bevor du auf die Erde gekommen, so wie aussieht. Vollgas ist bei dir. Genau. Alles hast du hinter dir gelassen. Die Menschen, die quasseln, siehst du, die Menschen, die reden, die quasseln, die etwas dagegen haben. Du hast diese Ass, siehst du, du hast diese Ass. Du hast diese Intuition, deine Kraft, deine Energie. Du hast diese einen Impuls bekommen und du gehst nach vorne. Wohin? Zu deinem Traum. Zu deinem Traum. Du bist voll Gas nach vorne. Genau. Du bist schon eine Herrscherin, so wie aussieht. Du weißt, was du zu tun hast, wohin du gehst, was du tust. Bei dir ist volle Programm. Wirklich, du hast dich in diese Lebensjahren vorgearbeitet. Du hast etwas erreicht. Du bist vielleicht sogar Geschäftsfrau, die wirklich etwas erreicht hat, die Erfahrungen hat und wenn jemand sieht dich anders, dir ist ganz egal. Du hast deine Ziel, du hast sie vor Augen. Ob hast du einen Mann momentan oder nicht, hier spielt keine Rolle. Dein Seelenpartner ist hier. Genau, mit voller Kraft. Bei dir ist alles innere Stärke aufgebaut. Du hast dich so schön entwickelt, so wie ich sehe das hier auf den Karten. Ich habe ein bisschen Bedenken, ganz ehrlich, gehabt, ob klappt diese, aber ich sehe schon, ich kann klar und deutlich deine Situation sehen. Genau, so wie ich gesagt habe, Erfahrungen gesammelt, Enttäuschungen erlebt, du hast das alles schon hinter dir, wirklich. Viel gelernt in dieser Zeit, genau, viel gelernt. Geweint und am Boden zerstört warst du schon, an Gott, gebeten und geweint, wann kommt der Moment?
den Moment ist hier und jetzt. Du hast das erreicht. Wahnsinn. Sehr schöne Legung übrigens. Hätte ich nie gedacht. Aber schauen jetzt, weil später schauen wir jetzt bei deinem Seelenpartner. So. Und das ist jetzt, weil ich jetzt an deinen Seelenpartner gedacht habe. Er ist jetzt gerade, wie sagt man, er hat sich zurückgezogen, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann schauen wir jetzt gleich ihn. Er ist jetzt im Ruhezustand. Im Ruhezustand, er hat sich abgesperrt, um alles hinter sich auch zu lassen. So wie er aussieht. Bei ihm ist, wie heißt das, wenn alles ist ruiniert. Alles ist ruiniert. Kein Ausweg mehr. In diesem Moment zieht er sich zurück, um Entscheidungen zu treffen. So wie er aussieht, kann sein, er hat noch jemanden neben sich. Ich meine, er könnte noch sein in einer Beziehung. Er könnte noch sein. Oder ist er selbst? Schaut mal, meine Lieben. Vor allem, wenn er Feuerelement ist, dein Seelenpartner, wenn er Feuerelement ist, attraktiver Mann, sexy, anziehend, er kleidet sich so extravagant, wie sagt man, hat oder einen Schal um den Hals, versteht ihr? Merkt man sofort, Männer, die ein bisschen auf sich schauen, was die kleiden und so weiter, stylisch. Er ist auch stylisch und so, dass du merkst, wenn so ein Mann geht. Er fällt ins Auge, wie sagt man. Er hat so richtig interessante, schöne Ausstrahlung, meine Lieben. Dann hat er an seiner Seite momentan noch eine Frau, die ist Wasserelement. Kann sein, das bist du. Dann denkt er an dich, weil wir hier schauen, Seelenpartner ohne Kontakt. Aber ich sehe oder seine Gedanken jetzt neben einer Frau oder er hat eine Frau neben sich. Und er ist, ich vermute, bestimmt, das bist nicht du. Das bist nicht du, weil er ist enttäuscht. Er hat sich zurückgezogen von dieser Frau. Er möchte Schluss machen. Ich sehe Schluss. Er hat jetzt momentan so unmögliche Situation, da wo er muss sich zurückziehen, um Entscheidungen zu treffen, Schluss zu machen. Hier, er ist überzeugt, er muss Schluss machen, so wie er aussieht, weil hier ist ein bisschen unpassend. Zwischen den zwei kocht sich. Sie ist Wasser, er ist Feuer. Genau, er ist jetzt alleine, so wie ich gesagt habe, er hat sich zurückgezogen und er ist hier auch als Herrscher übrigens. Du bist Herrscherin, habe ich schon gesagt, und er ist auch Herrscher. Das heißt, dein Seelenpartner momentan, wenn er auch hat jemanden, das ist keine seriöse Verbindung, vorübergehend. Mehr Liebesaffäre, Liebesbeziehung, nicht seriösen für Familienunternehmen. Ich vermute sogar, leben die nicht zusammen. Und hier, so wie aussieht, geht zu Ende bei ihm. Wenn ihr keinen Kontakt habt, vielleicht weißt du das von irgendwie welche Verwandte, Bekannte, vielleicht kennst du diesen Mann noch gar nicht. Das ist dein Seelenpartner oder kennst du ihn oder kennst du ihn noch nicht? Vielleicht hast du ihn noch nicht kennengelernt. Versteht ihr? Bei einige von euch wird sich abspielen, dass ihr wart schon mal oder nur bekannt oder wart ihr schon mal zusammen. Und bei anderen, so wie aussieht, wird aussehen, dass ihr kennt euch nicht mal. Er hat dort, so wie aussieht, Stress. Großer Stress. Und er jetzt nutzt und schätzt diesen Moment, dass er alleine ist. Er ist müde. Das sehe ich auch.
Was, wir schauen jetzt noch, was denkst du über ihn, wenn du ihn kennst? Du denkst, wieso er meldet sich nicht, wenn du ihn kennst. Wenn du ihn nicht kennst, wo ist er gerade? Wieso, wieso kommt er auf mich nicht zu? Wann ist unsere Beziehung? Wann lernen wir uns kennen? Wann kommen wir zusammen? Verstehst du? Solche Gedanken hast du, so wie er aussieht. Genau, du bist schon bereit, ihn kennenzulernen oder wiederzutreffen oder sich wieder zu vereinen. Er noch nicht. Aber wie sagt man, Männer sind immer etwas langsamer. Wenn Schwangerschaft, Jungs kommen immer später, sie lassen sich Zeit. Genauso beim Entwicklung am Anfang. Frauen sind schneller, Mädchen meine ich. So, wenn du ihn kennst, welche Gefühle hast du zu ihm? Vor allem, schau mal, wenn du ihn schon kennst, ihr wart schon mal zusammen. Und so wie er aussieht, er hat mehr dich unter Kontrolle gehabt. So wie ich gesagt habe, diese alle Gerede, diese alle Menschen, die dich beeinflusst haben, hast du alle hinter sich gelassen. Verstehst du? Und ich werde mich nicht wundern, wenn du warst schon mit ihm zusammen, er hat dich manipuliert. Momentan hast du keine Gefühle für ihn. Und in diesem Fall, wenn du ihn noch nicht kennst, du kannst für ihn Gefühle nicht haben, aber du bist bereit, dass er in dein Leben eintretet. Er noch nicht. Was ist seine Seite mit dir? Welche Gedanken, welche Gefühle? Schau mal, wenn er dich schon kennt, ja, er jetzt ist am Überlegen, die eine Beziehung zu beenden, um die andere mit dir anzufangen. Wenn er dich nicht kennt, dann macht er diese romantische, wie sagt man das noch, nicht Affäre, Liaison, oder wie sagt man das noch, auf die Affäre sagt man auch so schön, dass Menschen sich von Zeit zu Zeit treffen, sexuelle Beziehung haben, aber keine, wie soll ich sagen, keine feste Beziehung, keine Beziehung fürs Leben. Wie er das beenden kann, wie er trocken aus dem Wasser rauskommt, verstehst du, dass er nicht so große Verluste hat, so denkt er. Wie sieht jetzt mit euch aus? Wie kommt ihr jetzt zueinander? Wie wird jetzt, was zeigen uns jetzt die Karten? Liebe. Meine Lieben, Liebe. Liebe, Liebe und nochmal Liebe und nochmal Liebe. Weißt du, du und er, ihr beide, ihr werdet so viel Liebe bekommen, dass es 100% steht fest. Überfluss. Schau mal. Liebenden, Überfluss von Liebe. Du wirst das trinken. Wie Wasser trinkst du viel und das kommt. Verstehst du? Du wirst das genießen. Wow. Du und er, ihr beide, ihr wird das genießen. Auf euch warten schöne Tage, liebe Tage. Und sogar, so wie aussieht, Perspektive, ich sehe hier Perspektive auf etwas mehr als nur Beziehung. Hier ist, gleich schauen wir, was die Karten uns sagen. Karten wollen nicht sagen.
Genieße jetzt momentan deine Mitte. Schau mal, dass du in deiner Mitte bist. Verteidige deine Grenzen, Moment. Die Karten wollen dir nicht sagen, wie genau und was und so. Aber ich sehe hier große Liebe, auf jeden Fall große Liebe, karmische Liebe, weil hier sind mehrere Karten, die deuten auf diese karmische Liebe. Nur bei ihm ist noch nicht Ordnung. Er soll diese Ordnung schaffen, meine Lieben. Ich sehe hier wunderschöne Legung. Das ist Legung spontan. Heute ist Sonntag. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mache heute noch Legung für euch. Genau von null an. Wow, er wird kommen. Er wird bald kommen, meine Liebe. Er wird hier Ordnung schaffen, dass er ohne Last, ohne Gewicht kommt zu dir, dass ohne diese, er kommt hier Gewinner raus. Leer wie ein leeres Blatt Papier, neue Blatt Papier. Er kommt raus wie aus der, wie soll ich sagen, irgendwie habe ich ich rieche sogar, wenn ich kaufe neue zum Beispiel Karten, wie die riechen. Die riechen noch, aber die sind nicht so gute Qualität. So, versteht ihr, meine Lieben? Er bereitet das alles. Er hat sich Auszeit genommen, er hat sich zurückgezogen von dieser Frau, mit welcher er war bis jetzt. Wahrscheinlich, dass du ihn noch nicht kennst oder ihr seid schon über den Weg euch gelaufen. Die Karten für dich, hier ist für dich, die wollen dir noch nicht sagen, wie wird genau, aber das ist, wird große Liebe, haben die uns verraten, große Liebe. Für manche wird wieder vereint, dein Ex, aber nicht bei jedem, und bei anderen ganz neue Liebe. Mehr Karten wollen nicht verraten. Die raten dir nur eins. Erstens, halte deine Grenzen immer weiter. Geh deinen Weg, diese, was du dir vorgenommen hast. Du gehst jetzt, versteht ihr, meine Lieben, jeder von uns hat Programm, wie ein Computerprogramm. Wir sind alle programmiert. Und wenn wir gehen nicht unser Programm, was wir uns vorgenommen haben. In diesem Fall ist so, dass es, wir leiden. Wir haben Depressionen, weil wir falsche Richtung gegangen. Nur wenn du deine Richtung gehst, natürlich kann passieren, dass gibt Steine auf den Weg, etwas stört. Glocken, wieder Glocken. Wow, ich liebe das. Christina hat gesagt, das ist Schicksal, wenn Glocken. Siehst du, hier nur die Karten wollen nicht verraten. Aber die Universum verrät uns. Sonntagsglocken um 12. Versteht ihr, meine Lieben? Hier ist alles vom lieben Gott schon für dich vor. Du bist ein paar Schritte vor. Mindestens ein Schritt vor ihm. Er muss das noch erledigen. Einzige, ich schaue jetzt noch für euch, meine Lieben, die nicht Datum, aber Zeitraum, ungefähr Zeitraum, von wann bis wann wird er ungefähr in dein Leben eintreten. Aber natürlich, ihr müsst noch verstehen, dass ihr müsst jetzt nicht im Kalender von 5. Mai zum Beispiel bis 10. August. Irene hat gesagt. Und wenn im 10. Oktober, versteht ihr? Hier musst du spüren deine Situation und so wie aussieht, du hast Intuition, arbeite an deiner Spiritualität, auch wenn du nicht spirituell bist, an deine Intuition, genieße das Leben, verteidige weiter deine Grenzen, das heißt, niemandem erlaube, deine Grenzen durchzubohren. Du bist geformte Person, du bist eine Göttin,
Dieser Gott ist noch nicht fertig für dich, aber er macht Ordnung gerade. So, jetzt schauen wir Zeitraum ungefähr. Ungefähr, vielleicht zeigt uns Jahre, weil bei manchen kann passieren, dass er braucht Jahre. Das ist mir irgendwie zu schnell. Wir nehmen so. Jetzt. Ab jetzt. Heute. 10 Stunden, maximal 10 Tage. Aber ich glaube nicht. Ich habe so Gefühl, dass er in seltenen Fall braucht er, bis ihr euch kennenlernt oder wiederseht. Ich vermute, ich hoffe nicht 10 Jahre, Gottes Wille. Ich vermute, ein paar Jahre bei manchen wird sich das dauern. 7 Monate. Mehr zeigt nicht. Wir nehmen ein Jahr, meine Lieben. Schnee auf der Karte deutet auf Winterzeit. Winterzeit. Spätherbst, Winterzeit. Irgendwie so. Aber ich vermute, ein Jahr schon. Ich vermute ein Jahr schon. Bei manchen wird ab jetzt. Das heißt, du lernst ihn schon jetzt. Vielleicht im Internet, vielleicht, weil, schaut mal, Schicksalsrat bedeutet auch Internet, bedeutet auch Ausland. Versteht ihr? Oder das, und das ist auch karmisch. Und hier ist zweite Mal. Schicksalsrat ist zweite Mal. Das heißt, bei vielen von euch wird so, vielleicht ihr wart nicht zusammen, aber du kennst ihn schon. Versteht ihr, meine Lieben? So, ich hoffe, das wird diese Abonnentin, sie wird sich freuen. Ich hoffe, ich lese von ihr einen Kommentar. Von euch natürlich auch, weil ich habe gesagt, meine aktive Zuschauer und die oft Kommentare schreiben und so weiter, die haben natürlich mehr Chance. Aber ihr habt gesehen, die ersten zwei Mal haben gewonnen Menschen, die ganz frisch sind auf meinem Kanal. Versteht ihr? Die haben nicht so viel geschrieben und so weiter, aber trotzdem, die YouTube schaut auf Aktivitäten. Das ist sehr wichtig, auch für mich. Darum, ich wünsche mir mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Abonnenten. Natürlich, ich mache das mit Vergnügen, das soll mir Spaß machen, weil das ist wichtig. Das ist wichtig. Ihr wollt nicht sehen meine grimmige Gesicht und wenn ich bu sage hier, ja, oder? Ihr wollt natürlich, dass ich auch ein schönes Lächeln euch schenke und so weiter. So, meine Lieben. Ich wünsche euch restliche Wochenende, weil ich weiß nicht, wie schnell wird sich, weil heute Sonntag, Internet ist nicht so gut, bis das sich in YouTube hochladet, bis ich bearbeite diese Video, monetisiere und so weiter. Das dauert ein paar Stündchen. Ich hoffe, das dauert nicht so lange und ich werde sofort diese Legung ins Internet, ich werde jetzt gleich laden. So, meine Lieben. Wunderschönen Sonntag. Wer schaut am Montag? Schönen Start in neue Woche. Und morgen ist wieder Verlosung, meine Lieben. Und ich freue mich. Ich freue mich, neue Menschen erkundigen. Wer ist die Gewinnerin oder Gewinner vielleicht? Weil erste zwei waren Frauen, waren Monika und Gabriella. So. Alle beide haben schon Termine gehabt. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe. Ich habe euch alle lieb und ich freue mich, dass es jedes Mal klappt, für euch ein Video hochzuladen. So,